Servus, grüß euch und schön, dass ihr wieder hier seid auf unserem Kanal zu einer neuen Map-Vorstellung. Ja, heute geht's auf die Nordstrand, eine Karte, die im Mod-Hub erschienen ist und somit für PC und Konsole. Und was das gibt, das schauen wir uns einmal gemeinsam an. Vorher aber noch mal ein paar kleine Fakten zu dieser Karte. Eine Karte im nordischen Stil. Wir haben hier eine reale Karte mit fiktiven Orten. 37 Feldern, 40 kaufbare Flächen. BGA, 6 Produktionen, Sägewerk, Tankstelle, Shop, Viehhändler. 4 Verkaufsstationen gibt's und einen Hof mit 2 Tierställen. Und es sollen Felder im Baumenü gemalt werden. Na, da bin ich aber mal gespannt. Hier habe ich auf jeden Fall schon mal die Kühe. Silo ist da. Dann haben wir hier Unterstellmöglichkeiten. Und da drüben habe ich auf jeden Fall schon mal einen Traktor gesehen. Dann gibt es definitiv auch Startfahrzeuge. So, hier haben wir so einen kleinen Fan-Favorit und einen kleinen Anhänger dazu. Sowas finde ich ja immer genial. Sowas kleines, uriges. Mal schauen, ob da noch was anderes da ist. Ja, das sieht auf jeden Fall danach aus. Den Fendt haben wir gerade gesehen. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch so einen Valtra und einen Massey Ferguson. Den Mähdrescher, den kennen wir mittlerweile. Ja, das wisst ihr selber. Anhänger haben wir gesehen. Schneidwerk brauchen wir nicht erklären. Den Grubber, jawohl. Sämaschine, eine kleine. Also, bisschen Anbaugewichtige und so weiter, Transportanhänger. Alles was für den kleinen Mann. Und dann alles was ihr größer haben wollt, müsst ihr euch natürlich dann selber erwirtschaften. Ja, ich vermute mal, so wie ich es hier unten schon auf der kleinen Vorschaukarte sehe, wie der Name auch der Karte schon sagt, Nordstrand, dass wir uns hier irgendwo am Wasser befinden, sollte dann logisch sein. Und ja, wir gehen hier einfach mal rum und gucken mal. Ah, hier ist definitiv Wasser. Wir haben KI-Personen. Dann haben wir hier entweder See oder das Meer sogar. Am besten gucken wir uns das hier aus der Luft an. Auf geht's, anschnallen. Ja, also wir sind hier auf jeden Fall mal von Wasser umzingelt. Also haben wir hier eine kleine Insel. Da unten stehen die Fahrzeuge. Feld Nummer 6 sehe ich gerade, gehört euch auch schon dann als neuer Farmer. Die Felder, ja, überwiegend quadratisch, praktisch, gut. Hier drüben sehe ich schon mal die BGA. Ganz eindeutig zu erkennen. Und ja, hier haben wir die Kirche mitten im Dorf. Und ja, wir gucken uns jetzt die Karte mal ein bisschen genauer an. So sieht das Ganze aus. Den Viehhandel, den haben wir hier unten. Den Fahrzeughändler, jawohl, auch so ein bisschen verteilt hier unten. Wir haben eigentlich nur eine Straße, einmal von links nach rechts und einmal hier von fast oben nach unten. Die Müsli-Fabrik haben wir hier mit verbaut. Dann haben wir hier Verkaufsstation, Hotel, Sägewerk,
Tankstelle, Getreidemühle, Bäckerei, Kaffee, Supermarkt. Das sagt mir jetzt nichts, aber ist auf jeden Fall mal eine Verkaufsstelle, Schneiderei, Zuckerfabrik, Spinnerei. In dem Sinne mal die Standardsachen verbaut. Dazu gucken wir uns hier mal an. Wachstumskalender sieht normal aus. Ja, Standard verbaut. Hühnerstall haben wir auf jeden Fall und Kuhstall haben wir. Dann Mission gibt es und die Biogasanlage gehört uns auch schon. Die können wir schon bedienen. Naja, dann mal zu, hätte ich gesagt. Wie sind denn hier die Preise? 173.000, 32.000. Was kostet so was Großes hier? 270.000. Ich hätte gesagt, das ist relativ angemessen. Ja, das klingt gut. Hier oben sieht man, der Hof gehört euch, das gehört euch, das Feld und die BGA. Also wisst ihr, was ihr machen müsst, ne? Also loslegen. Gucken wir uns das hier nochmal ein bisschen genauer an. Ich muss sagen, es hat irgendwas. Kann man aber auf jeden Fall noch weiter ausbauen. Ja, also auf jeden Fall, hier fehlt noch ein bisschen Deko. Ich bin gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt zu dieser Karte. Vielleicht habt ihr ja sie schon ausprobiert, denn die ist ja schon ein bisschen auf dem Markt, hätte ich gesagt. Ich gucke mir jetzt zu guter Letzt noch einmal die Lok an. Aber da die ja im Mod-Hub erschienen ist, dürften wir da wahrscheinlich keine großen Überraschungen erleben. Das sieht soweit gut aus bis jetzt. Ja, also die Lok ist fehlerfrei. Eine kleine, schöne Karte auf jeden Fall. Ich sag mal, für einen Singleplayer ideal. Und auf jeden Fall noch Potenzial zum Erweitern. Ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Und bedanke mich natürlich erstmal fürs Zuschauen. Und ja, lasst mir gerne einen Kommentar, Abo und oder Däumchen da. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, ciao, ciao.